bin Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich auf ein Video von LaserLuca und zwar ist es die dümmsten eBay-Fails. Let's go! Hallo, mein Name ist Luca. Hi. Meine Damen und Herren, ihr seht es bereits im Titel eingeblendet. Wir reagieren heute mal wie... Meine Fresse, Luca, es heißt Titel, nicht Titel. Zusammen auf eBay-Fails mit Luca. Okay. Das hier ist der erste eBay-Fail und zwar ist dort eine Lavalampe abgebildet. Ich wollte schon immer so eine haben. Als Kind, so in den 2000ern und so. Digga, ich wollte immer so eine Lampe haben. Die waren toll. Unter eine Laberlampe. Laberlampe. Ja. Unterhaltungsliteratur. Eine Laberlampe ist definitiv Unterhaltungsliteratur. Weil die labert. Das nächste Bild, das Jule für mich rausgesucht hat, ist eine Handyhalterung. Für 88 Euro. Sieht aber so aus. das ist ein Saugnapf. Der klebt einfach an der Windschutzscheibe vom Auto und daran ist das Handy mit zwei Gummibändern befestigt. Also es ist eigentlich keine so beschissene Idee. Nur halt auch nicht ganz legal. Hier verkauft jemand seine neue Euro. Tommy Holger. Tommy Holger. Wer kennt's nicht? Holger, Tommy Holger, Herrenjacke, Bomber, Stuart, Größe M, Navy für 100 Euro. Ich glaube, er meinte dieses Angebot eigentlich ernst, aber er hat dann irgendwie über Autokorrektur das verkackt und dann wurde hilfiger zu Holger gemacht. Auch. Oder es ist halt einfach wirklich eine Jacke von Tommy Holger. Als nächstes haben wir hier einen Gaming-Stuhl für Anfänger. Das waren immer diese Stühle in der Schule im Computerraum. Digga, 1:1. Die waren so scheiße schon von allen durchgesetzt. Du konntest den Arsch vom anderen Dude, der vor dir saß, drin spüren. Das sind diese richtigen Schulklassenstühle. Ja. Ich weiß nicht, was ihr in eurer Schule für Stühle habt. Das könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Wie wollt ihr schreiben, was für ein Stuhl ihr habt? Nicht so dumm. Aber als ich noch zur Schule gegangen bin, sahen die Stühle wirklich genau so aus. Oder solche absoluten abgeranzten Holzstühle mit irgendwelchen gekritzelten Filzstift-Dingern drauf und Kaugummis, die unten drunter kleben. Ach, Schule, ich hab sie gelebt. Wir hatten die meisten Fächer im Oberstufentrakt von unserem Gymnasium. Allerdings hatten wir einige Fächer, auch dort, wo normalerweise die 5- bis 7-Klässler Unterricht haben. Und da waren halt die gleichen Stühle, die wir sonst immer hatten, nur halt in circa halb so groß. Und ich bin jetzt echt kein klein gewachsener Mensch und von daher, ja, sah es dann schon mal so aus, als ich da drauf saß. Machen wir allerdings direkt weiter mit dem nächsten eBay-Kleinanzeigen. Hier war's immer Rille. Ist dieser leider nicht mit einem Foto versehen, sondern es steht dort einfach nur Scheiß Peugeot 106 kaputt zu verschenken. Scheiß Peugeot zu verschenken, das Auto hat einen Motorschaden, weil ich statt Öl eine Mischung aus Wasser, Maggi und Spülmittel eingefüllt und dann im Stand Vollgas gegeben habe. Papiere sind dabei und das Schiebedach geht noch auf. Ja. Also das Wichtigste ist ja eh, dass das Schiebedach aufgeht. Als nächstes verkaufte jemand seinen Dyronosaurus. Dyronosaurus. Weicher Dino für Kinder ab 3 Jahre geeignet. Wer kennt ihn nicht? Den Dyronosaurus. Du wärst bestimmt ein geiler Astrologe. Genau. Sub my channel, guys. Nee, also real talk, ich habe letztens wirklich mal meine YouTube-Statistiken geschaut und 60%... die meine Videos anschauen, sind gar nicht Abonnent. Leute, ich schon. Klickt unter dem Video auf Abonnieren. Was ist denn los mit euch? Als nächstes hat hier jemand in eBay gestellt, Verkauf Fußumarmung. What? Umarmt mich, ich fühle mich allein. Fußumarmung nur diesen Monat im Sondersale. Google übersetzer. Wen du wollen dann, ich mache ein Fußhaar weg. Nur wenn mehr Geld geben. Versand nicht gut. Sind solche Meme-Götter, die sowas in eBay stellen. Gelegenheit, Dürümhalter BMW E36 Individual 328M3 RA selten CD. Einfach nur noch CD dahinter schreiben. Also das hier ist der Dürümhalter. Vor allem auch in der Kategorie Ersatz- und Reparaturteile. Ich sehe Dürüm auch als Ersatz- und Reparaturteil an. Es geht um den Dürümhalter, mein Lieber. Nicht um den Dürüm selbst. Verkauft jemand seinen Voda von Wellern? Das Gerät ist Top Zustand. Gerät ist Top Zustand. Ey. Gerät. Wer sich so eine Scheiße einfallen lässt, ne? Ehrenmann. Der BMW ist super, nur für mich zu schnell. 8000 Euro, bin ich ganz ehrlich, es ist ein normales, legitimes Angebot. Die Person sagt einfach, dass das Auto, was sie jetzt gerade hat, also dieser 1er BMW, ihm einfach zu schnell ist. Und er ihn deswegen verkaufen möchte. Finde ich völlig in Ordnung. Kaffeemaschine, Latte, Macchiato, Cappuccino. Oh. Latte, Macchiato. Eigentlich heißt es Latte, Macchiato.
Er schreibt allerdings Latte Macchiato. Wir verkaufen unsere Kaffeemaschine Latte Macchiato. Kaffee Latte funktioniert eine Färberei. Der hat viele Funktionen. Man kann auch einen Kaffee bei mir trinken, ausprobieren. Bei weitere Frage bitte anrufen. Ist eigentlich auch ein vernünftiges Angebot. Er weiß wahrscheinlich einfach nicht, wie Latte Macchiato geschrieben wird. Als nächstes verkauft hier jemand ein Kinderbuch. Und zwar Sultan Muschi. Das ist Sultan Muschi. Sorry, ich musste kurz... Oh, ich hab mein ganzes Mikrofon bespuckt, Digga. Oh, Sultan Muschi, Digga. What the fuck? Anzeigenvideos bestehen nur daraus, dass ich hier klatschend durch mein Zimmer laufe und lache. Das nächste eBay-Angebot ist ein Chihuahua sucht süße Dame zum Beglücken Deckrüde... Er hat ein Kondom im Mund. Richtiger Playboy, dieser Chihuahua. Playboy. Als ihr übrigens fragt, wo ich diese ganzen eBay-Kleinanzeigen-Fails finde, ich habe euch mal unten in die Beschreibung einen Link gepackt von einer Instagram-Seite, wo wirklich jeden Tag eBay-Fails gepostet werden. Und direkt darunter ist auch noch mein Instagram. Ich heiße LaserLuca, da könnt ihr mir... Und mein Instagram, ich heiße Lidi Rode. Machen wir allerdings weiter mit dem nächsten Fail, und zwar einem Bonbon-Automat. Der ist allerdings leider leer. Verkaufe sie, da kannst du jedes Geldstück reinmachen und den kommt der Bonbon, kommt den raus. Aha. Kadabult aus Holz verkauft hier jemand. Der kommt aus... Kadabult aus Holz. Die Art ist Pflanzen. Und in der Beschreibung steht, verkaufe Kadabult aus Holz, schießt sehr weit. Ich lieb's. Und wieder laufe ich klatschen durch mein Zimmer. Das nächste eBay-Angebot ist, denke ich, ziemlich gut für mich geeignet, und zwar ein Bart für Bartlose. Verkaufe hier einen gut erhaltenen Bart. Der Bart ist Wachstum aus 2018, wurde nur einmal getragen und regelmäßig gewaschen. Sehr schön, dass er nur einmal getragen wurde. Dieser Bart ist ein absolutes Naturprodukt, ohne Zusatzstoffe oder spezielle Hilfsmittel gezogen. Eignet sich auch wunderbar als Schamhaarersatz. Werde ich direkt kaufen. Als nächstes verkauft hier jemand Durex-Kondome für 5 Euro verhandelbar. Wie kann man einen Bart verkaufen? Hä? Handelbar. Und in der Beschreibung steht 6 Stück neu haltbar bis März 2019, also sind auch schon abgelaufen. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Nun haben wir hier wirklich ein Angebot auf eBay, wo ich mir wirklich denke, hey, solch preislich und luxuriös wirkenden Gegenstände würde ich eigentlich nicht bei eBay verkaufen. Haselnüsse, meine Damen und Herren. Oh nein, sag mir so aus Toffifee oder so. Verkauft so Haselnüsse für 2 Euro und in der Beschreibung steht, fein säuberlich von Ferrero Küsschen rausgelutscht. Ich hab's gesagt. Ew. Mh, nice, Alter. Haselnüsse mit bisschen Spucke noch dran. Das nächste Produkt, das hier verkauft wird, ist ein Camping-WC wartungsfrei. So sieht's aus. Ist aber eigentlich keine beschissene Idee. Beziehungsweise, wenn man kacken muss, dann ist es schon eine beschissene Idee. Wir machen auf jeden Fall direkt weiter mit einem waschechten Sammlerstück hier auf eBay. Und zwar, diese Nudelpackung beinhaltet eigentlich nur Fusilli. Jedoch ist in der geschlossenen Packung eine Muschelnudel zu finden. Nein. Oh, da ist Anzeige. Ein echtes Einzelstück für jeden Sammler. Also wirklich, Freunde, falls jemand von euch diese einzigartige Muschelnudel haben möchte, gibt's nun zu kaufen. Boah, aber ich liebe Muschelnudeln. Die sind so geil. Auf eBay. Als nächstes verkauft hier jemand sein Ernie-Spieltelefon. Oh. Der heißt... eigentlich Ernie. Das nächste eBay-Angebot finde ich ziemlich süß. Und zwar würde ich da auch selbst eigentlich gern zuschnappen. Und zwar ist es ein Golden Retriever. Wird allerdings betitelt als Golden Red River. Also ein Red goldener River. Roter Fluss. Und mal wieder klatsche ich einfach nur. Hier verkauft jemand eine Partygitarre. Es sieht so aus, als wäre es einfach nur eine Rumpflasche und er hält seine Hand da dran. Aber da unten drunter steht auf jeden Fall nagelneue Partygitarre. Schon eingespielt und gestimmt. Perfekt für jeden Auftritt. Geil, Alter. Kannst du auf meiner Hochzeit spielen? Gaming-Sessel. Ist das nächste Angebot, das hier reingestellt wurde auf eBay? Der Gaming-Sessel sieht allerdings so aus. Das ist ein Klo. Bin ich auch eigentlich wieder ganz ehrlich, ist eigentlich nice, weil wenn man... Boah, das ist für die Leute, die vom Gaming einfach null Pause machen. Die sitzen die ganze Zeit rum, vergessen aufs Klo zu gehen. Für die ist das was. Ich zockt und man ist im Spiel und dann, ne? Na. Dann, ne? Ne? Hier verkauft jemand einen Fortnite-epischen Sieg. Das ist tatsächlich für mich auch interessant. Der nächste eBay-Beitrag, den ich euch jetzt zeigen werde, ist kein Angebot, also nichts, was man irgendwie kaufen kann, sondern es ist einfach ein... Ja. Der hat halt einen Vogel.
einen Vogel gefunden. Das ist ein Vogel. Das nur posten auf eBay. Machen wir allerdings nun wieder weiter mit einem richtigen eBay-Angebot. Und zwar verkaufte jemand seine Powerbank. Geht einbahnfrei. Als nächstes Powerbank verkauft jemand auf eBay eine Ohrfeige zum Abholen. Das ist guter Humor. Kostenlos eine Ohrfeige abholen, da die Nachfrage hoch ist, bitte ich um Termine. Kann es sein, dass du dumm bist? Und zu guter Letzt schauen wir uns nur noch ein eBay-Kleinanzeigen-Angebot aus Möhringen an. Und zwar ein Aufsitzrasenmäher gebraucht, guter Zustand. Das ist so dead humor. Es ist ein Schaf. Wo man sich drauf... Das arme Schaf, Digga. Modernster Technologie einfach mit Wasser betanken. Oh. Wer kommt auf so eine Scheiße? Dads. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Zuschauer. Das war's dann schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.